die Hasse. Manch einer nennt sie auch die Badewanne Mitteldeutschlands. Das ist Natur pur. Klares Wasser, viel Grün und Ruhe. Raus aus dem hektischen Alltag. Ein Brand Mitte März stellt jedoch plötzlich in Frage, ob die Camper hier in diesem Jahr Erholung finden können. Dieses Sanitärgebäude ist nicht mehr nutzbar. Das Feuer ist offensichtlich im Müllplatz entstanden. Und wie gesagt, wir gehen von Brandstiftung aus. Wir hatten hier noch nie einen Müllbrand, ja, muss man so deutlich sagen. Und dann ist das Feuer übergegriffen auf die Sanitäranlage und hat dort vor allen Dingen den Frauenbereich stark beschädigt. Auch das halbe Dach geht dabei kaputt. Es entsteht ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Und weil es natürlich Regelungen gibt, wie viele Toiletten ein Campingplatz bereitstellen muss, steht hinter dem Saisonstart plötzlich ein großes Fragezeichen. Auf Deutsch gesagt, Mist. Ja, kurz vor der Saison, wir waren voll in der Saisonvorbereitung und da fühlt man sich erstmal zurückgeworfen. Aber die Mannschaft zieht mit und wie gesagt auch die Unternehmen. Und deshalb sind wir da guten Mutes, dass wir auch dieses Jahr gut durch den Sommer kommen. Und da kommt sie, die Rettung in der Not in Form von zwei Containern. Einer zum Duschen, der andere als Toilette. Und die waren gar nicht so leicht zu bekommen. Deshalb nochmal, also mein Dank tatsächlich an die Firmen, die uns hier unterstützt haben. Ja, die haben gute Arbeit geleistet und die hatten es nicht gepackt. Und die haben sich auch Mühe gegeben, um die Container ranzukriegen. Also das ist nicht so, ich will mal einen Container, bekomme den. Sondern man muss da zeitig genug dabei sein, um auch die Container zu bekommen, die man tatsächlich benötigt. Die Dauercamper machen gerade in ihrem Domizil klar Schiff. Sie sind erleichtert, dass eine Lösung gefunden werden konnte. Auf jeden Fall, das haben wir gerettet. Toiletten, denke ich mal, wir werden uns alle einig. Ja, das geht schon. Jetzt immer peu à peu, Stück für Stück. Und im Mai wollen wir ja nun wieder rausziehen. Ne? Und da sind wir wieder für 4 Monate hier. Ne? Bis September praktisch. Die Container bieten erstmal das, was man eben so braucht. Jetzt, wo sie da sind, fällt Steffen Roßmeißel und den Campern ein Stein vom Herzen. Und alle freuen sich darauf, wenn hier auf dem Campingplatz am Hassesee im Geißeltal wieder richtig Trubel herrscht.